KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum KinoCast Nummer 815. Herzlich willkommen, Kate. Hallo. Hallo, Chris. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Erik. Hallo, liebe Hörerinnen ja, und Hörer. Und hallo von uns. Von los uns heute. Geht's. Heute gibt es ganz, ganz, ganz viele Filme auf eure Ohren. Die Kritiken dazu, besser gesagt, aus der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart. Brandneuer Film. King's Land. Hat nichts mit Game of Thrones zu tun. King's Landing und so. Sondern King's Land heißt im Original Bastarden. Steht noch ganz groß. Ganz groß da, aber dieses Bastarde wollten sie uns wohl nicht antun als Filmtitel in Deutschland. Deswegen, ja. Dann war ich im Kino, oder Chris auch, in dem Film Garfield, eine extra Portion Abenteuer. Es war ja Ferienzeit, da kann man mit Kids mal ins Kino gehen. Und werde ich darüber berichten und der Chris auch. Dann sehe ich hier bei den Heimkinofilmen, der Chris hat endlich mal Dune nachgeholt. Yeah. Den ersten Teil, Part 1, um genau zu sein. Und die Kate hat einen Film geschaut, der mich auch sehr interessiert, nämlich Wochenendrebellen, den gibt es auf Sky und nagelneu auf Netflix. Und ich frage mich, was die Strategie dahinter ist von Toho Studios oder von irgendwelchen internationalen Filmverleihern, weil es gibt noch keine Blu-ray. Ich dürste nach der Blu-ray von Godzilla Minus One und jetzt haben die den einfach mal auf Netflix gelauncht. Da gibt es den auf Netflix, aber da habe ich ihn halt da mal geguckt. Muss ich noch warten, bis ich mir da eine schöne Blu-ray ins Regal stellen kann, um meine Serie zu vervollständigen. Aber diesmal hat es die Kate geschaut. Die steckt ja nicht so im Godzilla-Thema drin. Bin ich sehr gespannt, was sie drüber erzählt. Also, sehr viele Filme heute. Und wir beginnen gleich mal mit King's Land. Bastarden. Hauptrolle gespielt von Mads Mikkelsen, der in dem Prolog, der uns erzählt wird, in dem Prolog wird so ein bisschen erzählt, Dänemark im Jahr 1700 irgendwas und der König Frederik der Fünfte, was ich hier gerade ablese, weil ich mir es nicht gemerkt habe, der König hat regiert über sein Land, allerdings fast wie bei Asterix, nicht über das ganze Land, sondern es gibt da so einen Landstrich, die sogenannte Heide, was man auch kennt als Jütland vielleicht. Und dieser Landstrich, der ist mehr oder weniger unfruchtbar, also da kann nichts angebaut werden. Und damals im 18. Jahrhundert ist das Jahr, 1700 irgendwas, da war halt sehr viel auf Landwirtschaft ausgerichtet, auf ja, Anbau von Nahrungsmitteln, auf Viehwirtschaft und so weiter. Und in der Heide wächst halt nur so Heidekraut und irgendwelche Flechten und irgendwas und man kann halt nichts, kein Korn, kein irgendwas anbauen und die Tiere, die fressen auch dieses Heidekraut nicht gern, die brauchen halt richtige Wiese und deswegen ist halt dieser Landstrich von Dänemark überhaupt nicht besiedelt, weil da überhaupt keiner ist und es gab wohl damals, wird uns in dem Prolog erklärt, in diesem Zeitalter war es wohl so, das Land, was nicht bewirtschaftet wird, das gehört prinzipiell dem König und jegliches Land, was bewirtschaftet wird, wo irgendwas angebaut wird, das gehört dann irgendwann demjenigen, der das geschafft oder der da eben was anbaut und damit quasi zum Gemeinwohl beiträgt, nämlich dann Steuern erbringt und so weiter. Und wir sehen hier Mads Mikkelsen, der heißt Ludwig von Kahlen in dem Film. Der kommt aus dem Krieg zurück, ist in so einer Art Hospital erst, so ein Sanatorium, wo so welche, die aus dem Krieg zurückgegangen sind und so ein Kriegstrauma haben, irgendwie wieder aufgepäppelt werden. Und in diesem Sanatorium sehen wir in der ersten Einstellung des Films, zieht er sich seine Uniform an, macht sich schick und verlässt dieses Sanatorium und geht direkten Weges, will er zum König von Dänemark. Allerdings kommt er nicht bis zum König, sondern zu seinem Vorzimmer, um sozusagen, das sind halt irgendwelche Berater oder Vasallen von dem König. Und da bringt er eben seine Idee vor. Er sagt, er möchte da die Heide urbar machen, er möchte die Heide besiedeln und erwartet halt vom,
vom Königshaus dafür eine Zuwendung, dass er das eben nicht mit leerer Hand machen soll, beziehungsweise wenn er es schafft, hätte er gern dann eine entsprechende Anerkennung, dass er eben Landgraf wird oder wie das heißt, oder dass er eben einen gewissen Titel bekommt, ein Titel des, wie nennt sich das, in der Monarchie irgendwie, nee, nicht Monarchie, also quasi den Landadeltitel bekommt und so weiter. Und diese Vasallen von dem König, die denken, ja, der schafft das eh nicht. Wir versuchen das seit so vielen Jahren, die Heide urbar zu machen und damit zum Königsland zu machen, zum Kingsland, dass das dem König auch gehört. Wir sagen ihm, ja, das ja, geht klar. Er geht dann, aber sie geben ihm kein Geld, das, was er gefordert hat, sondern er will halt seine eigene Rente, die er bezieht als Hauptmann als ehemaliger Hauptmann der Armee, will er halt seine Rente erstmal dafür benutzen. Und er geht dann auch in so eine Siedlung, die in der Nähe von der Heide ist, und schart da so ein paar potenzielle Arbeiter um sich und bekommt da auch noch so ein Pärchen mitgeschickt, die irgendwo auf der Flucht sind von irgendjemand, und begibt sich aber über die Kirche, also über den Pfarrer. Ach stimmt, ja genau, der Pfarrer ist da auch ganz hilfreich, und der will natürlich auch, dass den Einflussbereich der Kirche ein bisschen verbreitern damit, mit der Besiedlung des Landes, und weil in diesem Landstrich, dadurch, dass die königliche Hand dort keine Macht hat so richtig, sind natürlich auch viele Gesetzlose dort unterwegs, irgendwelche Banditen, die sich da niedergelassen haben, und man erhofft sich dann halt, den Einflussbereich des Königs dahin zu vergrößern. Und ja, das war eigentlich mehr oder weniger die ersten 5 Minuten des Films, was ich gerade erzählt habe. Den Rest des Films sehen wir ihn eigentlich im Struggle mit der Natur, wie er versucht, da Sachen anzubauen, dann den ganzen Struggle mit seinen, in Anführungszeichen, Untergebenen, den Struggle mit den Gesetzlosen, die seine Farm immer mal wieder überfallen, und wo er dann auch da ist so ein Kind mit dabei, was er dann so ein bisschen bei sich mit aufnimmt und so, ja. Und wie er dann versucht, irgendwie die Heide urbar zu machen, wie er den Winter überstehen muss, wie er dann irgendwie eine Idee hat, was er dort anbauen kann, das will ich mal nicht spoilern. Und wie es dann natürlich weitergeht, ob er es nun schafft oder nicht, und was dann noch mit dem König zu tun hat und mit den Flüchtigen, die er aufgenommen hat. Das sind so ein bisschen Nebenquests, die da mit drin sind. Aber letzten Endes geht es darum, schafft er das oder schafft er das nicht? Ja, also wir sehen eigentlich Landwirtschaftssimulator 1755, so ungefähr. Und ja, für die ein bisschen im Gaming-Bereich aktiv sind, ja. Und wie damals wirklich mit einfachsten Mitteln, also wirklich, der hat ja, das war ja noch nicht irgendwie, hatten die den Flug, hatten die, glaube ich, auch noch nicht, ne? Die haben alles von Hand irgendwie umgekratzt. Die haben alles von Hand gemacht. Also. Ich weiß nicht, wann der Pflug erfunden wurde. Das muss ja dann gekommen sein, als sie Stahl erfunden haben, ne? Der Pflug. Oder, nee, gab es da auch Holzflüge, gab es doch schon im alten Ägypten. Aber der hatte auf jeden Fall keinen gehabt, sagen wir es so. Er hatte keinen Flug, er musste das ganze Land irgendwie von Hand umgraben, und dann irgendwie haben sie versucht, dann ein bisschen fruchtbare Erde und irgendwie Sand zu holen von der Küste, damit das ein bisschen angedüngt wird, und ja. Ja, das war es eigentlich, was man dazu sagen kann zu dem Film. Es muss ich sagen, kann ich vielleicht voranstellen, in unserer Gruppe erstaunlich gut angekommen. Also wo ich jetzt meine Punkte vergeben habe, war ich ein bisschen überrascht. Also da wirklich etliche 10-Punkte-Wertung. Ja, das ging es mir auch. Ich habe es gesehen, so, what? Okay. Okay, also es war natürlich ein guter Film, auch sehr gut gedreht, fand ich. Also Breitbildformat, und da kommt das natürlich auch gut an, diese Landschaftsaufnahmen, und aber ich sehe übrigens gerade, also im dänischen Original heißt der Bastarden, bei uns heißt der Kingsland, in der IMDb, der internationale Titel ist The Promised Land. Ja, also irgendwie. Tausende Namen. Ja. Du hast schon sehr vieles gesagt. Durchaus gut gedrehter Film, der so ein bisschen eine Thematik aufgreift. Jetzt bin ich gar nicht sicher, war es doch eine wahre Geschichte oder nicht? Weil hinten raus kam ja auch noch was, so was mit, was da hinten raus so passiert. Deswegen
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es tatsächlich basierend ist auf der wahren Geschichte, aber stand zumindest am Anfang nichts da. Manchmal steht er ja, da, okay. Based on a true story, stand glaube ich nicht da. Das ging halt los mit diesen Texttafeln, wo aber hier steht der auch, Anfang habe ich nicht gesehen. Basiert auf einem dänischen Bestseller, The Captain and Anne Barbara. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie ja, und ist halt, ja, wirklich so ein bisschen diese Tristigkeit vom Land teilweise echt gut auch dargestellt. Mads Mikkelsen mit eiserner Miene und stoischer Ruhe, der da sein Ding durchziehen möchte und auch so ein Ding durchzieht im Endeffekt und alles und sich dagegen ganz viele Widrigkeiten einfach durchsetzt und es war schon cool gemacht. Also ich musste vorher so lachen, innerlich noch so, als der Erik meinte hier Landwirtschaftssimulator, was, Mittelalter oder irgendwie sowas. Da musste ich dran denken an eure Mütter. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Erik. Ja, klar. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr Blödsinn. Scheißdreck, weil ihr Blödsinn. Genau. Ladadai. Das hat mir so ein bisschen noch gefehlt eigentlich. Aber ansonsten, ich fand es von den Bildern her cool gemacht. Also von den Aufnahmen her cool. Die Geschichte war auch ganz cool. Ja, es war ein bisschen tröge manchmal. Aber auch das hat zu dem Film gepasst. Und das ist ja das. Man muss ja auch mal dann sagen, ja, wahrscheinlich ist es auch gewollt gewesen. Ein ziemlich entschleunigter Film, der brutal zeigt, wie die Ständeverteilung war zwischen Bauern zum Beispiel und den Besitzern, Großgrundbesitzern und alles. Die brutal zeigt, wie die Landwirtschaft damals war. Und was soll ich sagen? Es war nicht so schlecht. Es war jetzt nicht der Überbringer, aber es war nicht so schlecht. Meinst du der Film oder das Leben damals? Das Leben damals war, glaube ich, weiß ich nicht. Nichts für mich, sagen wir so. Hm. Weil ich mag schon keine Gartenarbeit, dann kann ich Feldarbeit schon gleich dreimal nicht. Ich glaube, ich wäre ein ganz schlechter Bauer. Ich hätte wahrscheinlich große Kartoffeln, weil ich bin ja ein dummer Bauer. Das hat tatsächlich ein bisschen realen Hintergrund. Also nicht jetzt diese spezielle Person, da habe ich jetzt gerade nichts gefunden, also die wir im Film sehen. Aber damals im 18. Jahrhundert hat tatsächlich der dänische König Friedrich diese brachliegenden Heidelandschaften erworben und hat sogenannte Kartoffeldeutsche ansiedeln lassen, weil er hat denen gesagt, sie haben quasi Land bekommen, Grund und Boden, die durften Tiere halten ohne dafür und waren für 20 Jahre vom Militärdienst freigestellt und garantierten ihnen ein steuerfreies Leben und sie wurden auch als sogenannte Pfälzer bezeichnet, ja, und durften ihre eigene Sprache und Brauchtum pflegen. Es gibt da immer noch eine deutsche Kirche dort in dem Gebiet und so. Und das war kein herabsetzender Begriff, Kartoffeldeutscher, obwohl es vielleicht so klingt, sondern das war ein sehr angesehener Begriff, weil die Deutschen haben halt die Kartoffeln mitgebracht und wussten die halt anzubauen. Ist ja heute noch. Und hier steht auch, als weitere Gemüsearten brachten sie Weißkohl, Rotkohl und Karotten mit. Genau. Und die haben waren sehr angesehen zu der Zeit, weil die es eben geschafft haben, sehr viel Nahrungsmittel anzubauen und der dänischen Gesellschaft zur Verfügung zu stellen und so. Ich werde mal den Wikipedia-Link mal mit verlinken. Vielleicht kommt irgendjemand auf die Seite zum Film und interessiert sich vielleicht auch dafür, wie es tatsächlich war. Was ich auch noch gesehen habe, der Film, den wir gerade gesehen haben, ist überhäuft worden mit Preisen. Europäischer Filmpreis 2023 wurde von Dänemark als Beitrag für die Oscarverleihung 2024 als bester internationaler Film eingereicht. Stimmt, da hat mir irgendwie da auch der Titel hat ja bei mir irgendwas geklingelt. Da hatte ich den schon mal gehört. Ja. Jede Menge Filmpreise gewonnen. Also die anderen, die hohe Wertung gegeben haben, sind da offensichtlich auf derselben Linie. Ja, wie gesagt, ist ja kein schlechter Film. Also so komplett mitgerissen hat er, glaube ich, uns beide nicht. Nee, stimmt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, war komplett daneben oder so. Nee, es war echt eine solide Nummer.
die mich jetzt aber nicht ins Kino gezogen hätte gezielt. Ach, ich habe eigentlich noch einen wichtigen Hook vergessen. Ja, du hast auch nicht dran gedacht. Und zwar, wenn er dieses Land besiedelt, was er dem König dann gehört, nimmt er quasi einem Großgrundbesitzer in der Nähe Land weg, der quasi das quasi an sein Land angrenzt, was er so ein bisschen als seins betrachtet hat. Aber dadurch, dass es eben nicht bewirtschaftet war, gehört das dem König. Und wenn das jetzt jemand anderes bewirtschaftet und wenn er das dann schafft, dann gehört ihm ja das Land. Das heißt, er nimmt quasi diesem Großgrundbesitzer was weg. Und der ist alles andere als erfreut darüber, dass da jemand was versucht und versucht, das alles zu torpedieren, diese ganze, das ganze Vorhaben. Und das ist auch so eine ganz fiese Type, also so ein fast Game of Thrones typischer, also der quält Menschen, der... Das meinte ich ja vorher mit diesem Unterschied zwischen den Ständen auch. Ja. Und der Grausamkeiten. Und alles und der Film, das habe ich jetzt auch ganz vergessen gehabt, siehst du mal, der kippt ja dann an einem bestimmten Punkt, wo es dann so ein bisschen in Rache ausartet, wo er dann sagt, okay, er trägt das jetzt nicht weiter, sondern er rächt sich dann an diesem anderen. Und ab da fand ich es eigentlich dann auch ganz cool, weil dieses Ganze, wie er da versucht, irgendwelche Kartoffeln zu pflanzen und irgendwie, wo dann der Frost kommt und man muss da was machen. Und, sehr schön, Erik. Weißt du, warum es sehr schön? Du hast vorher gesagt, ja, ich verrate jetzt nicht, was er pflanzen möchte. Ja, nicht nur Kartoffeln. Ich habe ja eben vorgelesen, was da hier in dem Wikipedia-Beitrag da. Das ist ja, aber... Also ab da war es eigentlich irgendwie ganz cool, aber das war irgendwie dann zu wenig, diese Rachegeschichte, fand ich. Das hat zeitlich viel zu wenig Zeit eingenommen. Irgendwie war das ja das Tragende, dass der ihn von Anfang an so drangsaliert und dann wehrt er sich endlich mal, dann passiert da was und dann ist der Film zu Ende. Ja. Aber weil der Film halt auch nicht so lang ist und das ist gar nicht so schlecht. Das stimmt. Also für die Sneak war der eigentlich mehr als okay, was man auch an den Wertungen ja sieht. Wir haben es ja schon gesagt. Also wir sind da eher an der unteren Kante. Ich gebe nämlich 6 Punkte und du? Gebe ich auch. Bin so. Genau da auch drauf gelandet. Weil, wie gesagt, ist eine solide Nummer, aber. War auf jeden Fall okay. Gut gespielt. Aber ja, mir hat da so ein bisschen der Pep gefehlt in dem ganzen Film. Und dann mit der Rachegeschichte, da war dann irgendwie Pep drin, aber da war es dann irgendwie relativ schnell vorbei und. Oh ja. Ist so ein Film, den habe ich jetzt gesehen in der Sneak, hat mir Spaß gemacht, war jetzt nichts, wo ich sage, oh, verlorene Zeit oder so. Cooler Film, aber ich werde ihn jetzt nicht nochmal gucken. Das so gut war er jetzt auch nicht. Aber ja, guck, das ist, was ich meine. Und er holt mich auch nicht komplett ins Kino. Genau, und wie ich bei uns in der Gloria Sneak Facebook-Gruppe geschrieben habe, sollten sich mal alle Fans von Mittelaltermärkten mal angucken. Den Film, ob sie denn wirklich das so möchten, dieses Mittelalter, ob sie genau dieses Mittelalter so zurückhaben möchten, denn das ist einfach die Zeit gewesen, dieser tägliche Struggle, kriege ich was zu essen, was passiert mit meiner Ernte, diese Adligen, denen ich mein ganzes angebautes Essen, wofür ich täglich geschuftet habe, wo ich wirklich 90% davon abgeben muss an irgendjemanden, der das dann alles verprasst. Ja, ist es das, was ich will? würde ich da gerne leben in dieser Mittelalterzeit, ja. Naja. Also ich gebe auf jeden Fall 6 Punkte, aber ich gebe eine Weiterempfehlung, weil kann man schon empfehlen, den Film. Gut erzählt, ist ein interessanter Aspekt der Geschichte, also war mir noch nicht so bewusst mit Dänemark und Mittelalter und so. Ja, für mich ist irgendwie Mittelalter gefühlt irgendwie so in Deutschland irgendwelche Mittelalterstädte gefühlt. Ah ja. Okay. Wie lauten denn die Sneak-Tipps für die morgige Sneak-Preview? Ist da schon was eingegangen? Also der Hinweis der Kinoleitung lautet zum Verlieben. Und es sind tatsächlich einige Tipps eingegangen, weil es natürlich ein sehr offener Tipp auch ist. Der Martin schreibt zum Beispiel, morgen irgendwo am Meer. Erik, du glaubst, es könnte die Gleichung ihres Lebens sein. Und die Julia, die ja auch mittlerweile fleißig tippt, hat 2 Tipps abgegeben. Einmal A Killer Romance mit Glenn Powell in der Hauptrolle und Love Lies Bleeding mit Kristen Stewart in der Hauptrolle. Okay. A Killer Romance glaube ich nicht.
Weil ich glaube, der läuft gerade irgendwo in einem Streamingdienst. Der hat einen Neustart in einem Streamingdienst. Weiß ich jetzt nicht. Warte mal, wie heißt der? Weil ich glaube, ich habe... Killer Romance. Ja, Killer Romance. Oder, ach nee, ich verwechsel das gerade. Ja, ich verwechsel den gerade. Killer Romance, nee, das ist der... Nee, habe ich gerade verwechselt, der hieß anders. Ich hatte auch den, ich hatte so einen Trailer mit verlinkt von einer Premiere im Streaming, der hieß so ähnlich, irgendwas mit Killer. Okay, na dann schauen wir mal, was uns da morgen erwartet. Ich hoffe, es wird nicht allzu lang, weil ich muss Dienstag auch früh auf eine Dienstreise gehen. Ich habe Dienstag, habe ich Abschlussprüfung, Mathe, ich muss um, ich glaube, 6 oder so in der Schule stehen. Als Lehrer ist das ja, also das hast du ja nichts auszusetzen. Weiß ich nicht, wie es als Lehrer ist, ich bin ja kein Lehrer. Ja, oder als Konrektor hast du da ja nicht so viel auszustehen. Das ist ja nicht so, als wärst du Schüler und musst dafür noch lernen. Ja, stimmt, ich habe es dann nur zu korrigieren innerhalb von der Woche. Kannst dann höchstens morgen bei der Moderation im Kino fragen, wer hat morgen eine Prüfung zu schreiben, und wenn sich da irgendjemand halt sagt, sofort raus lernen. Das ist eh schon zu spät. Naja, wenn ich da an mich selber zurückdenke, so ein paar Sachen, die ich mir in Last Minute noch durchgelesen habe, die waren schon ganz hilfreich. Guck, und wenn du es anders gemacht hättest, wer weiß, wo du heute wärst. Genau. Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, wo ich gelandet bin. Da. Also man kann Glück haben im Leben. Okay, ja, andere im Kino gesehene Filme, bevor wir in den Bereich Heimkino und Charts und Neustarts und so weiter gehen. Wir waren ja noch im Film Garfield, allerdings nicht zusammen, sondern getrennt voneinander. Eine extra Portion Abenteuer. Ja. Chris, tatsächlich, wie stehst du zum Thema Garfield, mal ganz prinzipiell? Ja, nachdem du gesagt hast, hey, du guckst, dann habe ich gesagt, okay, gucke ich auch an. Weil ich eh da unterwegs war und habe ich gedacht, ja, kann man machen. Bist du denn mit der Legacy von Garfield vertraut? tatsächlich mag ich Garfield sehr. Also dieses gibt es ja die Comic-Stripes von ganz viel früher. Da gab es dann so eine Zeichentrickserie mit so Shorts, mehr oder weniger immer, würde man heute sagen, die ich einfach großartig fand, die mir einfach echt auch Spaß gemacht haben. Deswegen bin ich eigentlich da schon so ein bisschen addicted to Garfield. Und der kriegt halt jetzt quasi einen Reboot für die moderne, heutige Zeit. Und ja, was soll ich sagen? Es war auf 101 Minuten verteilt ein paar klassische Elemente von Garfield mit drin und mit Odie und alles, also seinem Hundekumpel. Und das war es dann aber auch schon, weil ansonsten war es für mich ein ziemlich, und das ist jetzt echt knallhart gleich die Kritik, komplett austauschbarer Charakter gewesen. Genau das. Film. Genau das. Das hätte genauso gut ein, wie ist diese ganze Madagaskar-Reihe? Das hätte so ein, wenn das nicht Garfield als Figur gewesen wäre, hätte das und nicht diesen Prolog am Anfang gehabt hätte. Ja. Und halt andere Figuren, dann hätte das ein Skript für, weiß nicht, ein Madagaskar-Film sein können. Ja, oder was weiß ich was. Also oder irgend sowas halt. Irgend so ein für irgendeine Franchise, die schon 1000 andere Filme hat. Ja. Und dieser Prolog, den du ansprichst, der ist quasi im Trailer dargestellt. Das ist das Nächste. Also der Trailer besteht quasi aus dem Prolog, was ich auch schon so fand. Als ich es dann gesehen habe, ich so, hey, das kenne ich alles schon. Dann habe ich nochmal den Trailer geguckt und so, ja klar, jetzt weiß ich, woher ich das kenne. Weil die ersten paar Minuten sind quasi der Trailer. Und das ist schon super süß gemacht, das ist echt goldig, das ist auch ja, fängt ganz cool an. Nur dann ist es eben so, wir steigen ein, also erstmal kommt es dazu, wie eben Garfield John kennenlernt, wie er mit dem da, also seinem Besitzer, wie kann ich sagen, also sein Essenslieferant mehr oder weniger. So, genau. Der halt ja, das ist dieses typische Ausleben mit, wenn man eine Katze hat. Und halt diese Story, und das wird halt so relativ kurz dann noch umrissen, wie und was alles dazu kam. Dann, oh, ich habe ihm dann auch noch ein neues Haustier erlaubt, so, und dann kam halt Odie dazu. Und das ist alles ganz cool, ganz witzig noch, weil das halt so sehr vieles oder ja, einiges an so klassischen Sachen noch mitgegeben ist, so ein bisschen Fanservice, und dann driftet es halt darin ab, dass Garfield und Odie entführt werden und sie dann befreit werden von Garfields lange verschollenen Vater, zu dem er halt eigentlich nicht wirklich eine Bindung hat, weil ganz am Anfang sehen wir schon, dass der ihn quasi aussetzt. Und ja,
die Befreiungsaktion läuft nicht ganz komplett richtig, weil die Ex-Freundin von seinem Vater, ich glaube Vic hieß er, ne? Die sind ein wenig auf Rache und so eine Art Drogendealerin, aber Drogen sind natürlich in dem Milch Kinderfilm halt. Nicht okay, das ist halt dann Milch. Ja, sie hat halt dann konkrete Forderungen an Vic und natürlich an Garfield und Odin, wobei Odin einfach, muss ich wirklich sagen, für mich der Star in dem Film ist, weil der ist so herrlich gut gemacht. Also Odin habe ich echt gefeiert. Es geht dann halt drum, diese Milch zu besorgen, dass man da einen Raubüberfall so mehr oder weniger organisiert und Garfield rutscht da immer mehr rein in die ganze Sache und es ist, was soll man sagen? ohne Odi würde er ganz alt aussehen, sagen wir es mal so noch. Ja. Dann ist halt noch so eine Trainingssequenz, also wo dann, also sie wollen natürlich dann, das ist so eine Art Heist-Movie dann eigentlich. Ja. Und da werden sie aber noch von dem ehemaligen Maskottchen von dieser Milch, von dem Ochsen. Milchfirma, Otto? Genau, Otto, werden sie noch trainiert, damit sie das auch schaffen. Da ist dann noch. Aber der ja unbedingt zu seiner Geliebten zurück will, die im Streichelzoo jetzt hockt. Und es ist so, es wird tatsächlich eine Aneinanderreihung von Belanglosigkeiten. Und das ist echt schade so ein bisschen. Auf der anderen Seite, man öffnet fürs Merchandising oder so, öffnet man die Garfield-Schatulle jetzt natürlich nochmal. Alle, die das gesehen haben, möchten natürlich jetzt einen Mini-Garfield oder einen Plüsch-Garfield. Und das ist so witzig. Und wahrscheinlich wird auch wieder der Umsatz von Lasagne steigen. Wobei ich finde, er isst in dem Film eigentlich mehr Pizza wie Lasagne, was ich auch ein bisschen seltsam fand, aber okay. Aber auch Lasagne. Ja, auch Lasagne, aber insbesondere am Schluss dann, ne? Ja, aber gefühlt zu Beginn auf jeden Fall mehr Pizza. Und ob sie es schaffen, wie es ausgeht, ob sie vielleicht am Ende alle sterben, sage ich jetzt mal nicht. Es ist ein Kinderfilm, ich glaube, man kann sich denken. Es ist sehr viel Quatsch, es ist sehr viel Übertriebenes dabei. Wenn ich da an die Szene denke, wie sie in den Zug rein wollen, schon zu Beginn und Garfield quasi reingeschleudert werden soll und der, was weiß ich, wo überall dagegen fliegt. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Kids dann dranhocken und sich halber totlachen, wenn sie das sehen. Ich fand es einfach nur so, oh Gott, kommt zu einem Punkt. Also, das fand ich super anstrengend. Es ist halt, wie es heißt, eine extra Portion Abenteuer hat der Garfield da noch dazu bekommen. Und er ist auf jeden Fall, also ich fand ihn angenehmer gemacht, wie, ich glaube 2004 war das, mit dieser hier voll animierten Real-Life-Gedöns da mit Garfield-Film mit Bill Murray und sowas. Dem konnte ich gar nichts abgewinnen, muss ich ehrlich sagen. So, die Animation war okay, aber es ist halt es ist in die Neuzeit transportiert, es ist nochmal wohl Zeit gewesen, die Kuh ein wenig zu melken und that's it. Also, Es war leider nicht so gut wie erhofft, irgendwie. Leider. Also, ich hätte schon gedacht, dass das irgendwie. Ja, weil der Trailer halt so aussah, ne? Ja. Es war halt wirklich eine. Es hat sich so angefühlt, als wäre das Skript eigentlich für einen ganz anderen Film. Und dann hat man sich gedacht, hey, lass doch mal Garfield machen, das zieht doch viel besser. Ja. Weil, wenn man bedenkt, dass der Regisseur, der hat ja zum Beispiel auch solche Sachen gemacht wie Himmel und Huhn und solche Geschichten und. Ja, das wirkt halt irgendwie wie für einen anderen Film. Vielleicht hätte es im Original ein bisschen besser gezündet, wenn Samuel L. Jackson den Vic spricht und Chris Pratt den Garfield und so. Im Deutschen da H.B. Kerkeling. Und die Jinx, gesprochen von Anke Engelke, im Original von Hannah Waddingham hier von Ted Lasso. Aber ich weiß nicht, es war zu wenig drin, dass sich irgendwie angefühlt hat, wie das richtig im Garfield-Universum spielt. Es waren halt immer mal so Sachen drin. Eigentlich war alles total austauschbar. Es hätte durchaus irgendwie jemand anders sein können. Also eine andere Geschichte von was. Weil diesen Kniff, der dann kommt, so, hey, übrigens, jetzt erzähle ich euch eine Geschichte hier, die ihr so noch nie gehört habt. Und es kommt jemand Neues drin vor, ja. Ich meine, dieses Kaninchen aus dem Hut zu zaubern, das geht halt wirklich mit jedem anderen. Du brauchst halt dazu nicht Garfield. Ja, das ist. Und ich fand sogar,
dass dadurch so ein bisschen die, ja, das Garfield, das ein bisschen beschädigt wird, auch das Image, wenn es jetzt plötzlich heißt, ach, da gibt es noch einen Vater und der ist irgendwie, der hat das und das und so, weißt du? Und irgendwie so ein, also das, wenn dann plötzlich sowas enthüllt wird, ja, was die ganzen, weiß nicht, wie viele Jahre es den gibt, ich glaube seit Ende, seit den 80ern oder so. Nee, ja. Seit 1978. Ja, guck mal, überleg mal, das sind ja 100 Jahre, wenn ich richtig rechne. Fast. Genau. Fast. Na dran. Und auf einmal, ja, in diesem Kinofilm, der sich so selbst so, plötzlich sowas, das hättest du halt mit jeder anderen Figur, es hätte irgendwie das Zebra von Madagaskar sein können, ja, übrigens hier, dein Vater taucht wieder auf, ja, übrigens, der hat Schulden, der muss die zurückzahlen, du musst dem jetzt helfen. Das hat nichts mit der eigentlichen Figur zu tun. Das ist nur ein Marketing-Element, damit mehr Leute ins Kino gehen, glaube ich. Hm. Sag ich ja. Deswegen. Ja? Ich muss da irgendwie an Pets denken. Pets, ja, kann auch sein. Ja, auch. Gab es ja, auch diesen Film mit den Haustieren. Das könnte ohne Probleme der Plot für Pets 3 sein oder so. Also sehr austauschbar, egal. Ja, egal wer, was, wie, wo. Jim Davis, der ist auch hier zum ersten Mal nicht als Produzent mit an Bord, glaube ich. Entschuldigung, der ist mit als Produzent, sehe ich gerade. Bei den anderen war er auch. Also das wundert mich ein bisschen, aber wahrscheinlich will er ein bisschen abcashen. Ja, klar. Aber er läuft ja zumindest. Wir werden ja nachher zu den Kinostarts kommen. Mal gucken, wo der da gelandet ist. Also was ich so gesehen habe bei uns, wir waren im Convestheim, da lief der in dem kleinen Saal, ah, da läuft ja, glaube ich, auch schon ein Stück, ne? Genau, und es waren ja Ferien und das war okay gefüllt. Also es war der kleine Saal. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Riesenkracher gewesen, war jetzt ein Riesenandrang. Trotz des Ferien waren und so ein Kinderfilm waren jetzt nicht viele da, aber ja, zumindest die, mit denen ich war hier, mein Sohn und dem seinen Schulfreund und so, die hatten schon viel Spaß und es ist auch so ein bisschen. Das sind so kindgerechte Häppchen, fand ich. Da sind auch so Szenen drin, die eigentlich für sich selber stehen, so ähnlich wie diese Comic-Strips damals, wo dann halt wirklich irgendwas Lustiges passiert und das ist irgendwie nach 5 Sekunden wieder vorbei, dieses eine Ding, dieses eine Bit, wenn ich es mal so nennen will. Und dann geht's halt weiter und dann passiert irgendwas anderes und das war halt schon kurzweilig auf jeden Fall, aber ja, das Drehbuch hat mich. Aber völlig random, weil völlig ja, austauschbar. Drehbuch hat mich extrem. Ich kann mich immer noch an einen Comics-Trip erinnern von Garfield, da ich irgendwie, als ich klein war. Es schwappten ja nicht so viele westliche Publikationen zu uns rüber und dann hat man sich halt das, was dann mal rüberkam über die Mauer, hat man sich dann umso intensiver vorgenommen und gelesen und immer wieder gelesen. Und da gab es einen, da habe ich immer kaputt gelacht, da ist so. Da hat er Garfield und Odie sind zusammen bei ihren Futternäpfen irgendwie und Garfield hat ratzfatz alles aufgegessen. Und dann war auf dem nächsten Bildchen, schielte er so rüber, weil Odie hatte gerade mal angefangen mit seinem Essen. Und dann sagt er zu Odie, weißt du, was die alles in Hundefutter heutzutage reintun? Da kommen Augen rein, da kommen Kuhlippen rein, da kommt das rein. Das. Und auf dem nächsten Bild, Odis Augen werden immer größer und größer und größer. Und oh. Und dann geht er so langsam weg von seinem Napf, weil da hat er irgendwie keinen Bock mehr drauf. Und dann siehst du im letzten Panel, wie dann Garfield einfach den ganzen Napf in sich reinschüttet in einem Zug. Und so. Dann ist der Odis auch noch auf. Ja, das fand ich so lustig, wie der Odi dann so die Augen immer größer geworden sind. Ja. Ah ja, na gut, was geben wir punktemäßig? Also ich gebe 5 Punkte. Es war so ein mittelmäßiger Film, den ich auf keinen Fall nochmal gucken werde. Es war im Gegensatz zu anderen, in Anführungszeichen, Kinderfilmen für Erwachsene erträglich. Es war jetzt nicht so viel Klamauk drin, den sie manchmal extra so für Kinder reinmachen, wo sie glauben, ja, Kinder, die wollen dieses Klamaukige sehen. War zum Glück hier nicht so viel drin. Und, war drin, aber nicht so viel. Ja, genau. War, also ich kenne da andere Beispiele. Ey. Schwer erträglich für Erwachsene. Wenn eure Kleine ein bisschen größer ist und du musst dann den ganzen Scheiß gucken, viel Spaß, sag ich dir. deswegen, ja, ich gebe 5 Punkte und du? Bin ich auch wieder bei dir. Auch 5 Punkte, weil. Super, ja. Also, ist heute eine vertraute Einigkeit hier. Gucken, ja, wir müssen ein bisschen so. Beef zünden hier. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Charts. Kinocharts und Neustarts.
So, habe ich jetzt meinen Tab mit den Charts hier, mit den offiziellen. Ich habe sie schon wieder zugemacht, oder? Ey, du bist wieder. Ich habe so viele Tabs offen hier. Also, wir haben ja die offiziellen Charts von den Innenstadtkinos Stuttgart, zu denen ja einige der wichtigsten Kinos in Stuttgart gehören. Und da habe ich es auch schon. Die wichtigsten, die. Ja, genau. Da ist auf Platz 6 ist der Film Tarot, Tödliche Prophezeiung. Aber auch nur, weil ein Film zweimal drin ist, ne? Ach so, na dann ist das 5. Das ist eigentlich 5, genau. Platz 4 ist dann If, Imaginäre Freunde, der mich ja wirklich interessiert. Also, vielleicht also, auch mal gucken, ja. Platz 4 ist immer noch ja. The Fall Guy, wo ja eigentlich gesagt wird, dass er nicht so gut läuft, aber Platz 3. Ja. Genau, Platz 2 ist dann Garfield, über den wir gerade gesprochen haben. Extra Portion Abenteuer. Und Platz 1 ist Furiosa, a Mad Max Saga. Ich fand den vorhergehenden Film, den fand ich ja echt gut, aber irgendwie zieht mich in den neuen Film überhaupt nicht ins Kino. Ich weiß nicht, warum. Ja. Kann ich dir auch nicht sagen. Weil also. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist so, ja, das ist der andere Film nochmal so gefühlt. Also, ja, nur halt mit einer weiblichen Hauptrolle. Ja, aber quasi der Film halt nochmal. Und jetzt weiß ich halt nicht, ob ich da unbedingt in dem anderen Film war ich ja im Kino, Mad Max Fury Road, fand ich ja überragend. Aber ich weiß nicht, warum ich das jetzt nochmal anschauen soll aus einem anderen Blickwinkel. Falls es jemand weiß, warum ich mir den anschauen sollte, dann lasst mal einen Kommentar da auf kinocast.net am besten. Jawohl. So, das waren dann die Charts. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf kino.de, weil die haben immer so eine nette Kurzzusammenfassung von den Neustarts der Woche. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Läuft der im Kino an? Alles steht Kopf 2? Ja, soweit ich weiß. Echt? Ja. Jetzt diese Woche schon? Die Fortsetzung des Pixar-Films Alles steht Kopf, über die Gefühle im Kopf, auf die alltäglichen Problem. Hat da schon mal von euch jemand irgendwie einen Trailer? Geht es um dasselbe Mädchen wieder? Die jetzt ja, das oder? Dasselbe Mädchen. Ja, da kommt hier, ein neues ich bin voll im Bilde. Okay. Ich kenne sogar Verschwörungstheorien. Oh ja. Also tatsächlich ist es das gleiche Mädchen, die jetzt in die Pubertät kommt und somit kommen neue Gefühle dazu und die verdrängen so ein bisschen die alten Gefühle, was die natürlich gar nicht toll finden. Und ja, darum geht's wieder. Ja, der vorhergehende Film war ja ein großer Erfolg. War ja auch storymäßig. Ach, der ist toll. Wurde der ja extrem gelobt. Und wenn mich nicht alles täuscht, hatte der auch einen Oscar gewonnen für den besten animierten Film damals. Aber ich kann mich täuschen. Ja. Chris, was läuft denn noch an? Das ist ein toller Film. Also ich hätte da tatsächlich auch wieder Überlegungen, ob man da nicht ins Kino sogar für geht, weil fand ich großartig. Ein Horrorfilm nach Romanvorlage von Dakota Fanning, mit Dakota Fanning läuft an. They See You. Okay. Das wäre so ein typischer Sneak-Film, oder? Aber passt nicht zu dir, so Liebesding hier, Liebestipp, glaube ich. Was denn für ein Liebestipp? Da war doch irgendwas mit. Was zum war Verlieben. Denn? Zum Verlieben, ja, genau. es läuft auch noch in Kingsland, weiß ich nicht, worum es da geht. 2 Stunden historisches Drama mit Mads Mikkelsen, der als dänischer Soldat im 18. Jahrhundert versucht, die wilde Heide von Jütland zu bezwingen. Also es ist keine Frau, die wilde Heide, sondern es geht um das Land. Ach Gott. Dann Lonely Castle in the Mirror, ein Animations- und Zeichentrickfilm. Japanische Anime-Verfilmung rund um 7 Jugendliche, die ein geheimnisvolles Schloss in ihren Spiegeln und eine bedeutsame Gemeinsamkeit untereinander entdecken. Oh, da gefällt mir das Poster. Und okay. Das, was ich jetzt hier, ich habe mal drauf geklickt, da läuft jetzt hier der Trailer los bei kino.de. Da gefällt mir. Muss ich mal beobachten, ob ich den irgendwo erwische. Okay, was läuft denn noch an? Was ist das? Mein Totemtier und ich, ein niederländischer Familienfilm rund um die 11-jährige Arma, die nach Ablehnung des Asylantrags ihrer Eltern Unterstützung von ihrem Totemtier bekommt. Und das war's dann. Ich glaube, Critical Zone läuft, glaube ich, nicht an. Oder mal gucken. Nee, ist wieder so eine Karteileiche. Ich sehe übrigens gerade hier bei filmstarts.de auf der anderen Seite, Problemista läuft nächste Woche an. Den hatten wir auch schon. Okay, dann waren das die Filmstarts der Woche und die Kinocharts. Dann gibt es jetzt mal noch eine kleine News, also für alle, die jetzt immer mal vielleicht auf unserer Webseite vorbeischauen, kinocast.net,
die werden das mitbekommen haben. Ich habe es beim letzten Mal, ganz am Schluss ist es mir dann eingefallen, also die unsere letzte Sendung bis ganz zum Schluss gehört haben, die werden es gehört haben, dass ja die neue Webseite jetzt online ist, weil viele hören ja den Kinocast über irgendwelche Podcast-Apps. Wir sind ja auf allen möglichen Podcast-Apps vertreten. Spotify, Deezer, natürlich iTunes, also Apple Podcasts, wie es jetzt heißt, Google Podcasts. Google Podcasts wird übrigens bald eingestellt. Da müsst ihr dann vorher schon mal schauen, wo ihr das vielleicht weiterhören möchtet. Jedenfalls viele, die das eben nur über den Feed hören, gehen vielleicht nur ganz selten auf die Webseite. Aber solltet ihr vielleicht ab und zu mal tun, denn ich poste jetzt sehr regelmäßig neue Filmtrailer. Wir bekommen ja immer mal von den Filmverleihern Hinweise geschickt, wenn jetzt neue Filmtrailer gelauncht sind und was da interessant sein könnte. Und ich schaue mir die natürlich alle an und ich poste auch nur die, wo ich denke, das ist was Ordentliches. Also, und da könnt ihr ruhig mal gucken. Also habe ich jetzt fast jeden Tag neue Filmtrailer gepostet auf kinocast.net und einfach mal gucken, weil da ist zum Beispiel jetzt drin ein neuer Film mit Daisy Ridley von Disney produziert, Young Woman and the Sea. Sieht fast so ein bisschen aus wie dieser Night-Film, den ich schon mal besprochen hatte. Hier geht es aber um eine junge Frau, die durch einen Ärmelkanal geschwommen ist damals, eine historische Person und auch bei der Olympiade mitgemacht hatte. Deswegen will man das jetzt rechtzeitig vor der Olympiade nochmal ins Kino bringen. Ob der jetzt nach Deutschland kommt, wissen wir noch nicht, aber vielleicht kommt er dann zeitnah auf Disney+. Dann neuer Film von wie heißt er? Yorgos Lanthimos, ja. Kinds of Kindness mit Emma Stone wieder, mit Jesse Plemons wieder, mit William Dafoe nach dem großen Erfolg von Poor Things nach Oscars ohne Ende. Und kommt jetzt Kinds of Kindness, der auch schon die Goldene Palme von Cannes gewonnen hat, habe ich einen Trailer verlinkt. Dann Ein Schweigen habe ich verlinkt. Beetlejuice, den neuen Trailer. Furiosa habe ich sogar verlinkt, als der neu kam. Ja, also könnt ihr ruhig mal gucken. Fast jeden Tag kommen da neue. Man kann auch hier einen Newsletter irgendwie abonnieren. Dann kriegt man mal eine kurze Notification, wenn was Neues erschienen ist. Jawohl. Ach hier, A Killer Romans, da habe ich's. Siehst du, 4. Juli, stimmt. Okay, dann machen wir weiter im Bereich Heimkino. Heimkino. Das müsst ihr euch selber mal sortieren hier. Das steht alles auf der gleichen Höhe, wer jetzt mit was anfängt und wie. Meine sind ganz arg schnell gemacht, also meine sind wirklich kurz abgefälscht. Okay. Ich habe gar nicht gesehen, dass du welche eingetragen hast, Entschuldigung. Also ich könnte meine kurz durchhauen und dann kann Kate in Ruhe alles machen. Ja. Okay, ich habe Dune 1 endlich geschaut, also den ersten Dune endlich geschaut. Also Sohnemann und Mama rennen durch die Wüste auf der Flucht und werden irgendwo aufgepickt. Sehr, sehr bildgewaltig, echt, echt krass, also ich habe ganz viel früher das Dune-PC-Spiel gespielt, dieses Strategiespiel, wo es da gab. Habe jetzt auch wieder auf Steam schon welche da drin, wo man die Story, wo ich jetzt auch die Gruppen besser verstehe, dadurch, dass ich den Film gesehen habe. Durchaus spannend. Ich guck mal, dass ich den zweiten Teil jetzt auch demnächst irgendwie sehen kann. Mhm. Ich gebe ihm 7 Punkte, weil bildgewaltig und coole Franchise auf jeden Fall. Es ist relativ, ja, auch wenn der erste Teil ein wenig langatmig ist, ist es trotzdem ein cooler Film. Nicht so cool, was ich gesehen habe auf Netflix, ist Atlas. You have been warned. You have been warned. Ja, ich wurde gewarnt. Meine Fresse, ist da einfach Geld in den Kamin gepfeffert worden und verbrannt. Also, holla die Waldfee. J-Lo, weiß nicht, tatsächlich reicht es wahrscheinlich schauspielerisch nicht länger wie für ein 3,5 Minuten Musikvideo, das sieht man da wieder. Die ist eh die ganze Zeit nur am Heulen. Ich weiß nicht, ob es diesen Film gebraucht hat, dieser Mashup aus Terminator und Starship Troopers und was weiß ich was. Nicht meins. Ganz, ganz großer Müll, 2 von 10 Punkten. So, jetzt kann die Kate. Ja. Sorry, Stummtaste. Sonst hätte ich kurz noch was, aber gut. Ja, Erik, wenn du was hast. Nee, bitte. Ich hätte nur zu Dune noch, es ist nicht nur, dass die zwei durch die Wüste rennen, es wird halt erstmal das ganze Setting mit den Familien, mit den, ja, die dann die Rechte haben, das abzubauen und so weiter, wie das alles ist und so. Es schon bereitet quasi das Feld für den zweiten Teil, der, wie ich finde, überragend ist, weil dann geht es halt richtig los. Und da sind Einstellungen drin, wunderbar. Also bin gespannt, was du zum zweiten Teil dann sagst.
Und jetzt Kate, zu dir. Genau, ich habe zwei Filme. Der eine ist ganz schnell erzählt, denn ich habe mir Godzilla Minus One angeguckt, den es ja jetzt auf Netflix gibt. Der ist schnell erzählt. Okay, ich bin gespannt. Der ist schnell erzählt, weil du ihn ja schon ausführlich erzählt hast und gelobt hast. Und ich muss sagen, also ich glaube, den letzten, den ich gesehen habe, das war diese Hollywood-Produktion mit Millie Bobby Brown und so, der ja sehr actiongeladen war und so. Den fand ich schon okay. Aber Godzilla Minus One fand ich jetzt sogar besser. Weil der hält sich so ein bisschen an die klassische Erzählweise. Es ist so, wie Godzilla das erste Mal auftaucht und wie sich die Leute dagegen gegen ihn gewehrt haben oder versucht haben, sich gegen ihn zu wehren. Ging nicht und, viel. Ja. Und die Geschichte dieses Fliegers. Und ja, das war teilweise so schön, fand ich ein bisschen zu lang, aber er hat halt echt seine Momente. Und die Effekte sind super gut, nicht übertrieben. Fand ich immer bei der Hollywood-Produktion, fand ich das immer voll drüber irgendwie und auch zu lang in Szene gesetzt und viel zu viel Nebengeräusche. Und es war alles so boom, bam, boah, ich muss toll sein, ich muss der beste Film der Welt werden. Und das ist halt jetzt bei Minus One überhaupt nicht so. Ich finde das riecht, also ja, es ist halt ein Godzilla-Film, es ist halt speziell. Aber ich fand den bisher einen der besten Godzilla-Filme, den ich gesehen habe. Ja, das stimmt. Kann ich so unterschreiben, ja. Gell? War ja auch total geplättet, wo ich aus dem Kino kam. Er ist halt auch unglaublich witzig. Er hat so diesen, ja, wenn er dann sagt, ja, ich habe einen Job bekommen auf einem Minenräumboot, das ist ein Spezialboot, das hatte spezielle, damit eben die Minen, und dann kommt er dahin. Ist es halt ein Holzboot, weil die Minen auf Metall reagieren, so, ach so, okay. Und dann erst diese unglaubliche Enttäuschung und dann die Erklärung vom Professor oder so, ah, okay, dann macht das Sinn. Fahren die da mit so einer kleinen Nussschale raus, ja. Ist das Spezialboot, ja, ja. Und so. Ja, ja. Es war, aber, nee, und dann aber die ganze alles sehr durchdacht für die Zeit, in der das spielt und so. Und mit dem Krieg noch im Hintergrund, ja. Und dann die nächste Bedrohung, die vor der Tür steht quasi. Und das einzige Problem, was ich halt immer bei diesen Filmen habe, oder grundsätzlich bei so Monsterfilmen, ist, dass wir Menschen immer erstmal angreifen. Weil da ist was Großes, da ist was Bedrohliches, ja. Und wir greifen halt immer erstmal an, statt auch einzusehen, dass das für das Tier oder für dieses Lebewesen auch irgendwie verwirrend sein muss, dass da jetzt plötzlich Menschen in der Stadt leben und die schreien alle und das ist so. Ich glaube, das ist für das Tier oder für das Monster auch verwirrend. Aber ja, egal. Hast du jetzt gerade Mitgefühl mit Godzilla? Tatsächlich habe ich immer Mitgefühl mit Godzilla. Ich habe auch Mitgefühl gehabt mit King Kong. Und ich habe auch Mitgefühl im zweiten Jurassic Park Film für den T-Rex. Ich habe Mitgefühl für die Tiere. Weil, nein, wir Menschen sind einfach drauf gepolt, Dinge, die wir nicht kennen, nicht zu mögen. Oder Tiere, die wir nicht kennen, als Bedrohung anzusehen und direkt anzugreifen. Aber ja, egal. Anderes Thema. Fand das halt auch so gut bei Godzilla Minus One, dass er auch so viel Zeitkritisches auch aufgefasst hat. Und also zum einen spielt das ja quasi so kurz nach dem Krieg auch, aber letzten Endes waren auch sehr viele aktuelle Themen eigentlich mit drin. So wie entsteht Krieg, wie funktioniert das, wie schlimm ist Krieg und so weiter. Und dann natürlich auch diese ganze Kritik an Japan auch so ein bisschen mit, an der aggressiven Strategie mit irgendwelchen Kamikaze-Fliegern und so weiter, wie das auch in der Gesellschaft wahrgenommen wird und wie das dann, ja, es war schon, die Gemengelage in Godzilla Minus One, die war schon überragend gut, hat mir echt gut gefallen. Selber Regisseur hat ja vorher Shin Godzilla gemacht und der war auch schon sehr, sehr gut, ist aber ein bisschen untergegangen, lief ja auch nicht im Kino, und ja, das Ding, das hat ja, ist ja eingeschlagen wie eine Bombe, das hat ja so weltweit für Kinoaufsehen gesorgt und völlig zu Recht. Und der Soundtrack, also es wird dir vielleicht nicht aufgefallen sein, aber ich habe ja die ganzen japanischen Filme, da gab es diesen ganz berühmten, es gibt so einen ganz berühmten Godzilla-Sound,
geht so, du, 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 so. So ein ganz langgezogener, und der kommt halt auch in einer Szene, das war ungefähr so dasselbe Gefühl wie bei der Fallout-Serie, wo plötzlich die Musik aus dem Spiel in der Szene war, und das kam halt dann plötzlich mal wieder aus dem ganz alten Godzilla-Film. Du bist halt auch massiv in dem Thema drin. Ne? Das ist auch so, also, schön. Ja. Ja, Godzilla ist halt auch voll deins, also das ist, verstehe ich voll und ganz, alles gut. Und aber wie gesagt, von den bisherigen Godzilla-Film ist der beste, den ich gesehen habe. Ja, vor allem ist halt auch japanisch, sitzt nicht einer von diesen verwässerten Engeln oder dieser ganz schlimme Godzilla versus Kong mit der Mittelerde, nicht Mittelerde, mit der Hollow Earth hier, mit der Hohlerde. Ja. Und Quatsch. Ey, das wäre so ein schöner, stringenter, ich hoffe mal, dass jetzt der Oscar, ist ja der erste Oscar, den Godzilla bekommen hat in den vielen, vielen Jahren, den das Franchise bekommen hat, dass der noch ein bisschen für mehr Aufmerksamkeit, dass sie richtig schönen neuen Film produzieren, der einen massiven Kinostart weltweit bekommen, dann bin ich auch wieder am Start. wundert mich nur, dass jetzt auf Netflix plötzlich, wenn es noch nicht mal eine Blu-ray gibt, das ist irgendwie komisch, weil normalerweise willst du ja als Filmfirma die ganzen Heimkino-Leute auch ein bisschen damit kriegen, dass sie den Film sich auf Blu-ray kaufen. Da verdienst du ja nochmal Geld damit. Mhm. Aber irgendwie in Japan gibt es den schon auf Blu-ray, aber halt nur mit japanischen. Da ist mein Japanisches nicht so gut, dass ich mir das kaufen könnte. Ach, aber. Ja. Naja, gut. Was sagst du denn zu Wochenend? Achso, punktemäßig? Godzilla meines 8 von 10. Okay, sehr gut. Ich trage es mal ein. Und Wochenendrebellen, da bin ich echt gespannt, weil da war ich ein paar Mal drauf und dran, den zu klicken. Ja, Wochenendrebellen. Bevor ich sage, wie ich ihn fand, erzähle ich, um was es geht. Das ist gut. Florian David Fitz und Eileen Titzel spielen die Mutter und den Vater von Jason, gespielt von Cecilio Andressen. In dem Film heißen sie Mirko und Fatime und wie gesagt sind eben Mama und Papa von Jason. Und im jungen Alter, es wird auch dargestellt, fallen denen ein paar Sachen an ihrem Sohn auf, weshalb sie dann zum Arzt gehen und die Diagnose Autismus bekommen. Und die Ärztin hält nicht hinterm Berg und erzählt gleich, dass das eine riesige Umstellung sein wird, dass man das damit alles umgehen kann. Man muss nur eben die richtigen Strategien kennenlernen. Aber dieser Autismus wird ihr Leben verändern und dominieren. Und du siehst dann auch, wie es auch ein bisschen mit einem kleinen Zeitsprung, wie so die ersten Anzeichen stärker werden und so, bis dann zum aktuellen Verlauf, also jetzt, wo der Film spielt, in der aktuellen Zeit. Jason ist, was wird das sein? 12, glaube ich, 11, ich weiß nicht. Er geht auf jeden Fall irgendwie in die Schule, ist richtig clever, ist sehr interessiert an Astrophysik und seine Planeten sind so sein Vollseins und er weiß alles über die Planeten und ist total in Physik und hat aber klare Regeln. Also es gibt so Familienregeln, an die müssen sich alle halten, sonst dreht er voll am Rad. Also es ist halt eine Art des Autismus, die er hat. Die ist ja, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Arten von Autismus. Und er wird halt regelmäßig gehänselt in der Schule von den anderen Schülern, weil er geht halt auf eine normale Schule, weil er eben später mal studieren möchte. Und es geht nicht, wenn er auf eine Förderschule geht. Und dann wird er nie Astrophysiker. Und ja, der Vater, Mirko, der arbeitet für so eine Diner Kette, also es ist nicht Burger King oder so, das ist halt so eine Art American Diner. Die haben viele Filialen an Rasthöfen und er ist halt so eine Art Außendienstler, der rumfährt, guckt, wie es läuft, mit den Mitarbeitern redet, mit den Chefs dort redet, versucht irgendwie kleine Fehler auszumerzen, irgendwelche Kommentare oder Bewertungen, die abgegeben wurden, mit denen zu besprechen, wie man was besser machen kann und solche Sachen. Er ist halt extrem viel im Außendienst und schläft dann auch auswärts. Während zu Hause seine Frau mit Jason und einer kleinen Tochter
die wird wahrscheinlich so ein halbes Jahr alt sein, zu Hause bleibt und den Alltag schmeißt. Und wir sehen dann immer wieder Ausschnitte aus denen in ihrem Leben, die konträrer nicht sein könnten. Entschuldigung, muss kurz Pause machen. Musste husten, hustet, Entschuldigung. Ja, er, der irgendwie im Hotelzimmer sein Frühstück genießt und sie, die zu Hause total am Rotieren ist, weil das Kind gekleckert hat. Und eine der Hausregeln von Jason ist, dass kein Essen verschwendet werden darf. Das heißt, wenn was verkleckert wird, darf es nicht aufgewischt werden, sondern es muss gegessen werden. Es darf nicht. Also er ist total in Umweltschutz und Planete retten und so. Also das ist halt eine seiner Eigenheiten. Und sie rotiert total mit Baby und Kind und dann bringt sie ihn zum Bus und eine alte Dame setzt sich auf den Platz an der Bushaltestelle, an dem er immer sitzt und dann ist halt das nächste Drama vorprogrammiert. Und schon als sie sieht, wie die Oma dahin läuft, siehst du schon durchatmen, so bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und es kommt aber leider so. Und wie sie halt damit klarkommen muss, während ihr Mann da schön im Auto Musik hört und durch die Gegend tingelt und schön Burger isst und mit den Leuten redet und abends schön in Ruhe ins Bett geht und wieder aufwacht, ist halt sehr, sehr konträr. Bis dann ein Vorfall an der Schule passiert, denn er wird sehr geärgert, der Jason, und er wehrt sich massiv, indem man dem Kind auf die Hand tritt. Und daraufhin wird dann, sagt dann die Schulleiterin, er kriegt jetzt noch eine Chance, er muss sich besser integrieren, muss seine Aggressionen in den Griff kriegen, ansonsten verweisen sie in der Schule und geben die Empfehlung für eine Sonderschule ab. Und das nehmen sie sich dann zum Anlass, mit ihm in Ruhe zu reden. Und ein Kommentar, den ein Schüler an dem Tag auch gegeben hat, war, die haben sich welche über Fußball unterhalten. Und er hat es so gehört und dann hat er gemeint, wie, er hat einen Lieblingsverein. Und dann fragen sie ihn halt auch, was ist denn dein Lieblingsverein? Ich so, er hat keinen. Und dann sagen sie, ja, das wird einem doch in die Wiege gelegt und so. Wieso hast du keinen Lieblingsverein? Das triggert ihn total, dass er das nicht hat und alle reden darüber und er hat es nicht. Also sagt er dann zu Hause, er will einen Lieblingsverein, weil anscheinend wurde ihm ja keiner in die Wiege gelegt, weil die Mutter ist wohl Dortmund-Fan und der Vater, ich glaube Union Berlin? Ich weiß gar nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es geht sehr viel um Fußball, deswegen ich konnte mir merken, dass sie Dortmund-Fan ist. So. Ja, das andere, und wenn das Union war, muss man sich da auch nicht merken. Ja, und dann geht es halt darum, dass er, also der Vater, mehr Zeit zu Hause verbringen muss, damit die Mutter nicht komplett am Rad dreht. Wobei da auch noch Großeltern sind, die mithelfen, aber trotzdem ist es ein Berg an Arbeit, die sie da hat. Und der Sohn, der einen Lieblingsverein will. Also treffen sie die Vereinbarung, dass man ihm einen Lieblingsverein sucht. Problem an der Sache ist, dass sie bei der Aussage nicht bedacht haben, dass ja ihr Sohn Autist ist und alles sehr wörtlich nimmt. Also geht er jetzt, sagt er, okay, du hast mir versprochen, wir suchen einen Lieblingsverein, also gehen wir jetzt zu jedem Spiel von jeder Mannschaft aus der ersten, zweiten und dritten Liga, bis er einen Lieblingsverein gefunden hat. Und es gibt Regeln. Es gibt Regeln, zum Beispiel dürfen die Fußballer nicht zu viele bunte Schuhe tragen. Oder das Maskottchen darf nicht peinlich sein. Und es gibt so eine ganze Latte, ich vertrat also, natürlich nicht sich alle. Fällt mir nur ein Verein ein. Wo das Maskottchen nicht peinlich ist. Ja, ich auch. Der Vater, dem ist dann erst klar, was das bedeutet, weil sie fahren ja nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil umweltfreundlich muss es sein. Und es müssen halt immer noch seine Hausregeln in Anführungsstrichen eingehalten werden. Und auf den ersten paar Reisen wird ihm klar, wie anstrengend es ist, jeden Tag mit seinen Marotten umzugehen, mit seinen Wutausbrüchen klarzukommen und dann auch die Überwindung, die Jason hat, überhaupt ins Stadion zu gehen, weil ihm das so wichtig ist. Du siehst es diesem kleinen Jungen so an, weil er steht mit seinem Vater da und sagt, du weißt, dass du am abgetastet wirst, wenn du reingehst. So. Und du magst es nicht, berührt zu werden, aber du wirst abgetastet, damit du nichts reinschmuggelst. Ja, das schaffe ich. Und es könnte sein, dass dich Menschen berühren, weil wir stehen da im Stadion mit ganz vielen anderen. Ja, das ist mir bewusst, ich will das trotzdem.
Und du siehst richtig, wie er sich überwindet. Und als so die ersten 2, 3 Spiele rum sind, wird dann auch klar, okay, der Vater kommt aus der Sache nicht mehr raus. Der Deal ist, die machen das und er ist in der Schule, in Anführungsstrichen, anständiger. Und so entsteht eine sehr bunte Reise durch Deutschland in Dutzende Stadien, um eben einen Lieblingsverein zu suchen. Währenddessen dann auch Jason mit seiner Erkrankung ein bisschen besser lernt, umzugehen und dann auch so ein paar Sachen auffallen, die man irgendwie ausblenden kann beziehungsweise umsteuern kann. Also es ist ganz ganz spannend erzählt. Also ich hatte keine Sekunde Langeweile. Ich fand es mega interessant. Es gab Szenen, da habe ich so mitgelitten mit der Familie. Es gab Szenen, da habe ich mich totgelacht. Und es läuft halt auf einen Höhepunkt hinaus, den, dass man jetzt einen Lieblingsverein finden muss, dass es in der Schule besser läuft, dass die Ehe zu Hause nicht zerbricht. Und schaffen sie es? Schaffen sie es, einen Verein zu finden? Schaffen sie es, sich zusammenzurotten? Schafft es, Jason auf der Schule zu bleiben? Das verrate ich nicht. Was ich verrate, ist, dass ich diesen Film liebe. Das ist ein... Klingt gut. Also du hattest mich auch schon mittendrin bei der Erzählung, ja, habe ich schon gedacht, oh, den muss ich unbedingt sehen. Das ist ein wirklich, wirklich, wirklich toller Film. Also ich habe in den ersten 5 Minuten, ich fange jetzt schon an zu weinen, ich habe in den ersten 5 Minuten so Pipi in den Augen, als denen mitgeteilt wird, dass ihr Kind krank ist. Ich konnte das so nachvollziehen. Klar, meine Tochter hatte keinen Autismus, aber sie war auch schwer krank. Und das hat mich so erinnert. Und dann auch zwischendrin, wie dieser, es ist wirklich wie so ein kleiner Diktator, der das Leben der ganzen Familie bestimmt. Und die versuchen immer wieder Wege zu finden, alles möglich zu machen, dass er glücklich ist und dass es funktioniert. Und auch, dass die zeigen halt auch Familien, dass es funktionieren kann, aber dass es auch scheiße schwer sein kann. Und es ist also, wow. Ich finde diesen Film richtig, richtig toll. Ich kann ihn jedem nur ans Herz legen. Ich habe keine Ahnung, ob der Junge, der da mitspielt, das spielt oder ob der Autist ist. Ist mir eigentlich ehrlich gesagt auch egal, aber der spielt es. Wenn er das spielt, ist es unfassbar gut gemacht. Also Florian David Fitz, ich liebe diesen Mann. Das ist, der macht so toll, der spielt so tolle Rollen teilweise. Hey. Ich muss hier mal ganz kurz intervenieren. Ja, hallo. Ja, ich liebe mich mehr, keine Sorge. Aha. Und die das regelmäßig hören, wissen, dass ich eigentlich kein Fan von deutschen Filmen bin. Es gibt eine Handvoll. Ich kann euch vielleicht 5 deutsche Filme sagen, die ich gerne anschaue. Und der gehört jetzt definitiv mit dazu. Klingt gut. Ja, absolute Empfehlung. War 2023 kam der ins Kino, war insgesamt in den Jahrescharts Platz 26, hat aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Einspielergebnis von 8,75 Millionen Euro hier in Deutschland, was sehr, sehr okay ist. Und ja, klingt spannend. Also ich werde auf jeden Fall mal reinschauen in den Film. Internationaler Titel übrigens Weekend Rebels. Ich weiß auch nicht, ob man das so hätte übersetzen müssen können. Ja. Der Regisseur, der hat ja auch einen anderen Film gemacht, der mir sehr gut gefallen hat, nämlich der hat diesen Sophie Scholl, die letzten Tage Film gemacht und den Film Dieses bescheuerte Herz, den fand ich auch ganz gut. Marc Rotemund. Ja, ich werde mal reinschauen, gibt's ja auf Sky aktuell, war schon ein paar Mal auf der Startseite hier, wenn man da beim Q-Receiver das Home gedrückt hat, ne? Ich wollte auch schon mal, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Vielleicht sogar. So Punkte geben. Ach so, Punkte, ja, natürlich. Es passiert sehr selten. Ich gebe 10 von 10 Punkten. Oh, na, da hat er dir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ist ja mega. Wunderbar. Also ein rundum toller Film mit Herz, mit Verstand und mit einer ganz viel Portion Ehrlichkeit. Ja. Da haben wir heute die volle Bandbreite da von 2 Punkten für Atlas über mittelmäßige Filme bis hin zu sehr guten Filmen. Und ja, ich gucke mal kurz in den Bereich Serien, weil wir ja heute keine Serie zu besprechen haben, aber ich habe zumindest ein paar Neustarts, die ich erwähnen möchte. Serien. Also der eine Neustart
ist ja wohl klar, 5. Juni, haben wir letzte Woche schon drüber geredet, Acolyte, Star Wars, da wird jeder reinschauen. Der wird so ziemlich, denke ich mal, so unsere Serienfilterbubble ein bisschen überschatten, schätze ich mal. Habe ich bisher auch nur Positives gehört. Also ausschließlich. Hat das schon jemand gesehen oder was? Ja, es gibt wohl die ersten Kritiker, die durften die ersten 2 oder 3 Folgen gucken. Ja. Okay. Das klingt natürlich interessant dann schon. Aber ich habe noch ein paar andere Sachen, auf die ich gern mal hinweisen möchte. Zum einen, jetzt muss ich kurz gucken, wann das anläuft, weil die habe ich, die Daten, die habe ich in einem anderen Tab hier. Am 14. Juni, ist zwar noch ein bisschen hin, sind aber nur 12 Tage, vielleicht kann man sich es mal merken, startet auf Apple TV Plus eine neue Serie, auf die ich hinweisen möchte. Die heißt Aus Mangel an Beweisen. Und es gab ja mal einen Film mit Harrison Ford, der auch ziemlich gut war, Aus Mangel an Beweisen. Und das hier aber jetzt als Serie mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Das Ganze habe ich dir den Trailer geschickt? Kann sein, ja. Ich gucke mir nicht so viel an, wenn ich irgendwas bekomme, irgendwelche Hochkant-Sachen auf Instagram, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke da ab und zu mal rein, ja, kann sein. Von David E. Kelly, der ja zum Beispiel hier Veronica Mars und sowas mit verantwortlich ist. Und ja, Jake Gyllenhaal, Gerichtsthriller. Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Apple TV Plus, kann man sich vormerken. Ich denke mal, Kate, du bist da auf jeden Fall am Start. Ich glaube, ich habe dich da wie schon... Wie gesagt, ich habe den Trailer gesehen auf Instagram, dachte, das muss ich gleich dem Erik schicken. Ja. Das könnte die nächste gute Apple TV-Serie werden. Ja, ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt, wenn ich da so einen Hochkant-Trailer bekomme, dann gucke ich den erstmal nicht an. Ich versuche den dann später zu gucken in ordentlich Breitband. Ja, aber das ist halt manchmal vergesse ich das dann halt. Ja, manchmal vergesse ich das dann halt. So auch hier. Okay, dann neue Serie auf, wo sind wir jetzt gerade? Moment, das muss ich kurz gucken. Hier, Disney Plus am 4. Juni, das ist ja quasi übermorgen, startet eine Comedy-Serie namens Clipped. Da geht es um einen Herrensalon. Und in diesem Herrensalon, da geht es ganz schön ab, denn da treffen sich verschiedene Jugendliche aus derselben Schule, die zuvor in unterschiedlichen Cliquen unterwegs waren. Das basiert auf so einer kleinen Webserie, die auch sehr erfolgreich war. Und hier in der richtig produzierten Serie für Disney Plus hat Ashley Tisdale die Hauptrolle. Das klingt irgendwie ganz witzig. Kann man, glaube ich, mal reingucken. Ich werde es mal mit auf die Liste bei Fortsetzung folgt schreiben, weil da haben wir irgendwie in letzter Zeit ein bisschen wenig Comedy gehabt. Das könnte ganz witzig sein. Was auch, jetzt muss ich kurz gucken wieder, wann das anläuft, eine Serie Disney Plus. Am 7. Juni startet auf Disney Plus noch eine Serie, eine Hulu-Serie. Die heißt Queenie, basierend auf einem gleichnamigen Roman. Da geht es um eine junge Frau, die im Süden Londons lebt, zwischen zwei Kulturen, und sie passt in keine davon. Einerseits die britische Kultur, in die sie ihr Beruf bringt, andererseits die der Einwanderer aus der Karibik, woher ihre Eltern stammen. Und ja, sie ist eine junge Frau, die mit ihrer Meinung nie hinter dem Berg hält und emotional von ihren Erfahrungen häufig überfordert ist und sich mit ihrer direkten Art häufig selbst in schwierige Situationen bringt. Das klingt auch ganz witzig. Und dann startet noch auf Paramount Plus eine Serie, Chris, für dich vielleicht, die heißt Blackberry. Das ist quasi, der Film läuft ja jetzt auch schon auf Paramount Plus, den hatten wir in der Sneak Preview gehabt. Und daraus hat man jetzt eine Miniserie gemacht, die basiert auf dem internationalen Bestsellerbuch Losing the Signal, The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and the Spectacular Fall of Blackberry. Und genau, das wird halt im Serienformat erzählt. Hauptdarsteller unter anderem Jay Baruchel, den man kennt, Glenn Howerton von It's Always Sunny in Philadelphia, der ja auch schon im Film mitgespielt hat. Wen haben wir noch? Cary Elwes von Mission Impossible, Saul Rubinek von Hunters, kennt man den zum Beispiel. Ja, also ein paar bekannte Leute dabei. Michael Ironside auch noch mit dabei. Klingt ganz spannend, das als Serie zu sehen. Diesen Film, den wir da in der Sneak Preview hatten. Läuft ab 8. Juni, also auch bald. So, das war's mit meinen Serientipps. Ich werde natürlich nicht vollumfassend alle Serien, die neu starten, erfassen. Nur so die, wo ich sage, oh, da würde ich wahrscheinlich auch mal reingucken. Deswegen ist das ein bisschen persönlich gefärbt. Aber ich hoffe, die Tipps sind was wert da draußen. Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt damit was anfangen. Und wir kommen jetzt zu unseren Musiktipps. Music.
für unsere Spotify-Playlist, die da heißt KinoCast Songs. Haben auch tatsächlich schon einige Leute abonniert. Ich frage mich, wer sich die Scheiße anhört, aber ist egal. Ich habe was von, passend zu unserem Mittelalterfilm, eine mittelalterlich gefärbte Band, Knasterbart, und der Song heißt Mein Stammbaum ist ein Kreis. Willkommen im Mittelalter. Das ist das gleiche wie I'm my own grandpa oder sowas, ne? Ja. Ich habe mitgebracht eine Brand, die ist so heiß und so brandneu, die ist noch so quasi unbenutzt, eine neue Single von Eminem, Houdini. Er geht zurück in diesem Single zu Slim Shady und das ist unglaublich gut. Okay, ist soeben drauf gelandet. Ich habe von Blink-182 einen wunderbaren Klassiker mit What's My Age Again. What's My Age Again? 2 Minuten 28, ey, das war noch Laufzeiten, ey. Ja. So, ist drauf. Alle drei drauf. Könnt ihr sofort hören auf KinoCast Songs, wenn ihr das abonniert. Wenn ihr da mal reinhören möchtet, habt ihr eine bunte Mischung aus allen möglichen Songs. Okay, dann sind wir schon durch für heute. Dann bin ich gespannt, was morgen in der Sneak Preview läuft und was wir in der Woche sonst so schauen. Und das werdet ihr dann auf jeden Fall nächste Woche dann in der neuen Sendung vom KinoCast dann hören. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne immer mal bei kinocast.net vorbeischauen, was es da so Neues gibt. Es gab ja zum Beispiel einen Kommentar letzte Woche, weil ich mich ja ein bisschen verhaspelt hatte. Ich dachte, irgendwie waren meine Gedanken, dass in dem Dog-Film auch Mark Wahlberg war, aber es war natürlich nicht Mark Wahlberg, natürlich. Das war ein Test für euch da draußen. Derselbe Kommentar kam auch nochmal über Facebook. Ja, da kann man auch kommentieren. Das ist immer, also Facebook ist bei mir ein bisschen unterm Radar, die Kommentare, weil da muss ich meinen, wenn ich mich da einlogge als KinoCast, dann muss ich meinen Account umschalten, weil normalerweise bin ich ja da als Erik drin. Und dann sehe ich erst die Nachrichten, deswegen, ja, sehr selten, dass ich da mal reinschaue. Also wenn ihr kommentieren möchtet, wenn euch irgendwas unter den Nägeln brennt, geht am besten auf kinocast.net, auf unsere neu gestaltete Webseite, wo man auch wunderschön kommentieren kann. Einfach zum Ende des Beitrags scrollen, da gibt es ein Kommentarfeld, da könnt ihr auch anonym, wenn ihr möchtet, kommentieren oder lasst euren Namen da. Und ja, mal schauen, wer es tut. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald im KinoCast.